aber bei General Overkill. Ja, ich bin aber immer über Maxi, Junge. Und der Typ ist nicht sicher. Ah, wahrscheinlich hat er einen Grinder. Grinder ist schon ziemlich okay. Hä? Grinder ist okay. Well, fuck me sideways. Weißt du, da kann er laufen, aber beim Trailer gar nicht. Der Typ, Gesichtsverletzung, alles, ne, aber ja. Die Gesichtsverletzung hat er schon seit Trailer an. Ja. Bild hier zu schnell, Leute. Was soll ich? Wenn du läufst, das ist wenn ihr einen niederknüppeln könnt, knüppelt einen nieder. Turret. Hey, Fußball. Boah, ernsthaft? Ich geh schon. Ja, doch, da. Ja, wow, ernsthaft, wow. Komm, beweg deinen Arsch hoch. Ja, too raid. Ja, total, Alter. Ja, also wartest du wirklich eine, keine Ahnung, Granatwerfer oder so, um einen Gegner zu können? Alter, das Turret geht mir total auf den Keks. So, einer ist auf unserer Seite. Boah. Ja, wow, ich werde jetzt irgendwo getasert. Ja, oh, wo? Ah, ja. Ich war schon. Das Aim, Alter. Aua, aua. Ich glaube, wie viel Leben ich habe. Das ist noch eine Menge, also bitte. Das hab ich auch schon mal ein bisschen in der Situation mit dem alten Typ mitgebracht, weißt du? Der Typ fight ist so, ja, wie hast du noch? Zwei. Drei, ich überlebe, ja. Was? Einmal P, wenn ich dann bevor, da war zwei. Besser als nix. Die Richtung müssen wir eigentlich. Ja, ich hab verstanden. Wow. Boah. Irgendwo ist da vorne ein Sniper. Ja, ja. Hauptsache kein Turret. Da ist der Feuer auf. Ah, da ist das nächste. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hört ja auf, mal bitte vorzurennen. Ja, wir haben damit gerechnet. Ja, danke. Meine Fresse, ey. Das nennt man heutzutage Teamplay. Ja, bestes Teamplay. Einfach einen Teammate zurücklassen. Ey, ich hab dir geholfen. Als einziger. Ja. Siehst du? Fuck, das ist auf, geht gerade auf mich. Ich verstehe nicht, was an diesem Doggy-Meme ist, so witzig ist.
Versteht ihr, was daran so witzig sein soll an diesem Dogge-Meme? Ich hab da keinen Plan. Ach klar. So langsam. Ass-Face. Stopfst dir in deine Goschnei. Weißt du, das machen wir auch hübsch, der was zu essen. Weil, Tag 2 können wir weitermachen. Boah, eine Munitasche. Ah, hab's gefunden. Leute, ich hab den Raum gefunden, ne? Weil wenn ihr unten ja, beeil dich. Fix it. Zack. Ja, ich komme. Ist gerade auf Aufnehmen oder wie? Ja. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Boah, toller Let's Player. Abonniert ihn. Boah. Ach, fick dich, Alter. Sag mal nicht. Alter, hilf mir. Das kannst du Pause machen. Das ist echt ein Scheiß, weißt du das? Lass mich das abbauen. So, jetzt das. Und schnell fertig. Boah, ja toll, am Ende noch voll geflasht. Ja. Did you miss me? Guter. Ich sag dir, so, das ist sowas ist so ein richtig, richtig geiles Abend. Don't pussyfoot around, knock that front door down. Ich hab ein geileres. Also, das kann ich jedem empfehlen, das Abendbrot. Nee, ich hab ein geileres. Ich dir. Was denn? Pilmeni. Was ist das für ein Scheiß? Das ist eine russische Spezialität. Okay, das interessiert mich ja ein bisschen weniger. Alles schmeckt so übelst geil. Alter, der Typ blockt mich halt erstmal. Ja. Oh, cool. Fuck. Wieso? Ja, komm, Hobson, beweg deinen Arsch. Beweg ein Arsch. Weißt du, welche auch um 3 direkt schreit? Was? Direkt? Was? Oh, wow, ich werd schon direkt gepaint. Du kommst rein, direkt so bei mir im Hintergrund. Ja, wegen mir muss man halt schreien, ich bin eine Märtyrer. Jetzt hier eine Spiele Märtyrer geben, hätte ich sie mir gekauft. Hä, wo ist jetzt der Strom? Da. Okay, ich hab's gefunden. Ich will den umdrehen, nicht töten! Alter! Echt gehabt. Mohahaha. Mohahaha. Mohaha. Wieso will ich? Ich? Und Soft Eyes. Oh, was knapp. Alter, töten. Ich dachte, so würde ich jetzt sagen, oh mein Gott, das ist ja was sehr Leckeres. Naja, ich hab ja bei Abend keine Ahnung. Ich hab's
So, ja, ist man am Frühstück und nicht am Abend. Nur so gesagt. Geht beides. Frühstück, Abendbrot. Also ich kann keine Eier im Abend essen. Also ich kann sie früh essen. Boah, jetzt habe ich Hunger. Was? Erst gegessen? Oh, oh, Bulldozer. Ja, komm, der mit der Colter Cast, der kann ich ja, mach! Ui, die ist da auch. Ja, oder? Da kann man jetzt mit Ei, ich war hinter dir. Pflaster. Mama, Pflaster. Mama, Pflaster, der Klunker hat sich gespickt. War nicht nur ein Klunker, da war auch ein Bulldozer bei dir. Ja, der dort ist jetzt das Ding. Die Sache bleibt halt stehen, lass mich der Klunker an. Ich hab ja gar nicht gewusst, dass du euer Cloaker-Fetisch hast. Nein. Ich hab keinen Cloaker-Fetisch, ich hab einen Schuh-Fetisch vom Cloaker, ja? Das muss alles ich klar. Er hat einen Stiefel-Fetisch. Ja, ich wette, du bist so eher so Fuß-Fetisch, Alter. So Schimmelfüße, Alter. Bin sicher. Voll eklig. Ich will bestimmt von jedem, dass ihn anspringen mit dem Stiefel-Schäne gegen die Schnauze. Was denkt ihr, ob Captain Faggot noch auftaucht zur Runde? Ja, natürlich, bei Overkill taucht er doch dauernd auf. Weißt du, was der Unterschied zwischen Captain Faggot und Adolf Hitler ist? Captain Faggot hat Angst, wenn er alleine ist. Nee, Adolf Hitler macht wenigstens ein paar Leute. Ey, der Schwarze hat... Der war mies, der war mega mies. Da hab ich jetzt noch einen gelesen. Was ist der Unterschied zwischen Adolf Hitler und der Sonne? Also die Sonne ist warm. Die Sonne geht im Osten auf, Hitler ging im Osten runter. Boah, Alter. Der war mies, Alter. Ich bin eigentlich jemand, der sagt, so schwarz und rot, klar, okay? Das hätte ich euch moral auf Osten. Yeah, Wanderhofer! Das geht gar nicht, das ist okay! Mir ist doch scheißegal. Nee, ich hab nichts gegen schwarzen Humor, Alter. Deswegen Hitler. Weil ich hab einen aus der Klasse, hab ich jetzt euch einen schwarzen Witz gerissen. Schwarzer. Kauf mit der Knarre, Alter, und tust den Schwarzen. Alter, bist du doch so ja, was denn? Der hat ja mit seiner Schöpfer schon so aufgeschrieben, da muss ich was übernehmen. Sei froh, dass Chains nicht dabei ist. Alter. Der hätte dich schon in 2000 Stücke reingeschlagen. Nein. Steh auf. 2000, nicht 3000, 2000 Stücke. Ich dachte, wir spielen hier Payday und nicht CSGO. Alter, stell dir mal vor, die würde jetzt vom Spiel das wäre geil. Oh, stimmt, jetzt ist Livestream. Kacke. Nein! Was ist Livestream? Nee, weil ich bin. Mann, kacke. Nee, weil ein neues Spiel ist rausgekommen. Da wollte ich eigentlich das Livestream anschauen. Madness Combat, wenn du das kennst. Warte. Nee, ja. Das kommt dieses Jahr raus und darauf warte ich schon innerhalb von 1 bis 2 Jahre drauf. Oh, das heißt ja kein Payday mehr. Wie gesagt, das Spiel ist noch auf einer Alpha-Phase. Beta-Phase. Deswegen ist es ja nicht ganz fertig. Also, da gibt's auch noch eine Storyline, aber ich werde immer noch Payday mehr so. Also, ist ja nicht so. Boah. Jojo. Easy peasy lemon squeeze. Der weg deinen Arsch hochcheckert. So. warum ist das Stream auf Lag? Weil ich hab ja einige aus meiner Klasse, vor allem ich glaube die Hälfte aus meiner Klasse guckt bei den Let's Plays, das kommt mich richtig an. Wer? Also wenn wir einen aus meiner Klasse das bisher gesehen hat, Leute, ihr solltet euch best gehabt sein. Als wir zu schauen. Aber kann ich gleich über was reden? Ja, wir schreiben ja morgen Geografie-Test. Und ich habe, derzeit ist es 18.30 Uhr, noch nicht mal angefangen mit Lernen. Alter. Du sollst echt langsam anfangen zu lernen, ne? Ich kann dir eins sagen, du musst halt aufpassen mit deinem Ding. Noten. Mit meinem Ding muss ich aufpassen. Nicht mit deinem Ding. Du musst aufpassen mit deiner Ausdrucksweise. Alter. Weil es gibt schon viele Leute, die deswegen schon... Ey, Oliver, pass auf, sonst rausgeschmissen du mit deinem Ding ab. Mein Gott, wenn die Lehrerin auf dein Ding steht, dann rammst die rein. Oh,
wieder. Boah, das war jetzt echt wieder. Das musste jetzt echt nicht sein. Nee, der musste also jetzt sein. Nein. Nicht. Vor allem noch in deinen Let's Plays. Oh, boah, ey. Oh, ein schwarzer. Ja, der Schwarze ist ja, lass doch die Schwarzen in Ruhe, ey. Ihr seid echt Rassisten. Ihr scheiß Rassisten. Mama, wir sind Rassisten. Wir wollen Schwarze. Boah. Ich hoffe, du bist echt nicht an aufnehmen. Sonst musst du es echt rausschneiden. Alter! Schneidest du eigentlich die witzigen Momente nur rein oder gehört das ein ganzes Let's Play? Okay. Ich habe langsam, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auch mit Payday anfangen soll. Es gibt wirklich kaum deutsche YouTuber, die Payday irgendwie so. Ist ja wirklich aktiv, ne? Ja. Nein, Paul, ja, ich habe dir gerade den Arsch gebrochen. Ne, es gibt wirklich kaum deutsche YouTuber, die überhaupt von Payday, Payday 2 und Payday, so heißt, irgendwie was aufnehmen. Niemand was. Ja. Also, wenn du. Wenn du von Peace wieder angeschaut hast, die haben ja echt. Boah. Naja, durch mich. Die zocken ja gerade eh nichts Gescheites im Endeffekt. Die machen ihren. Daily Shit und alles. Also, ja. Es sind schon eigentlich gute Plays dabei, aber. Wenn du halt. Ich glaube, von früher kennst du halt Hardy mit dabei, weil ich weiß, die Scheiße danach. Hardy hat alles geil gemacht im Endeffekt. Das ist echt so, alleine mit dir in Mönche, weil ohne Hardy habe ich hier in Mönche wahrscheinlich noch überlegt. Nicht du Peter, wie er Jake hart am Abfackeln gemacht hat. Ja, danke. Das war meine Arschkette. Ich muss aufpassen, dass ich wieder so sehr rumschreie. Ich muss hier meine Eltern nur. Fuck, was? Boah, ich bin okay, so auf Overkill in den Knast, Alter. Was ist da los? Alter, du bist echt total. Alter, ich such's ja nicht so wie du. Ey, weißt du, bist du ein totaler Lüge, ne? Ich zucht's ja nicht so wie ihr, also hört auf! Ja, du bist totaler Noob, ey. Level 94 für'n Arsch. Ernsthaft? Was denkst du, der kommt auf den Dorf, der schießt mehrere Meter und springt mit. Na klar, immer doch. Jumping. Alter, springen wir ein Bunny Hop hier. Boah, ich bekomme mega auf die Fresse. Boah, Tesla. Ja, ich bekomme gerade auf Mega aufs Maul. Ja, dann viel Spaß. Geht's hart. Boah, ich glaube, ich gehe morgen nirgendwo hin. Ich bin eher gar nicht in der Lage. Ich habe keine Ahnung, ich fühle mich. Ach, Paul mal. Der fehlt mir echt teilweise die Worte, wenn ich das Sniper direkt so anschaue. Nee, also ich habe das Gefühl, dass ich fühle mich total schwach. Also das Wort schwach meine ich wirklich so schwach. Du hast irgendwie. Ja, du sagst dich beim Sex. Aber scheiße, ich weiß, was du meinst. Ich hab das schon öfters mal gehabt, wenn du alles jetzt über, ne? Also ja. Ja, weil nach dem Fieber ist immer so eine scheiße Zeit. Da musst du halt wirklich einfach mal ein bisschen chillen. Ja. Also wirklich eigentlich. Das Problem ist halt, wenn ich Fieber habe, dann bin ich hier jemand, der permanent. Ja, wirklich permanent zu Hause und wegschillen, weil nur mein anderes macht. Was hat der gemacht? Gestern 12 Stunden Payday, wenn's hochkommt. Ja, noch. Oh Gott. Ey, wir suchten ja schon, wir haben schon dieses das ganze Wochenende schon Payday durchgesuchtet. Boah, also. Ja, mal schauen. Nö, nö, lass mal. Danke. Nee, doch nicht. Ey, lass es. Ja, komm, ich hol dich mal. Gut. Märtyrer ist wieder da. Woo! Yeah! Boah, totales Stimmbruch hast du. Was für ein Stimmbruch? Meine Stimme ist halt nur am Arsch, weil ich krank bin. Jetzt kommt die Ausreden. Nee, ich bin wirklich krank.
Weil jetzt die letzte Woche krank geschrieben. Wo lebst du? Ich in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, Bayern. Ich kann euch sagen, es gibt keine nahe der bayerischen Grenze. Mehr Leute auf einmal krank sind als Kindergarten. Von 12 Kindern, die ich in der Kur betreuen musste, hatten 9 Husten und Schnupfen. Und eins hat dann während meiner Einschicht sogar mal gebrochen. Da waren nur 2 Kinder dabei. Nur 2 Arme. Au, Alter, sauber. Betörer. Ja, tut mir leid. Ja. Das war meine Rache jetzt. Ich hier hast du hieß dich. Hier hast du Rache. Friss mal einen Molotow. Lass dir warm werden, komm her. Kannst du hier nicht abfackeln, ey. Nee, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab. Ich fühl mich total schwach. Ich hab irgendwie auch irgendwie keine Lust, mich zu bewegen. Aber gut, das Syndrom kenne ich aus Amerika von den ganzen Rollatoren. Aber ohne Scheiß, ey, du kannst mir nichts erzählen, aber wie behindert müsst ihr die Angst sehen, dass die in einem Rollator kommen? Ohne Scheiß, wie kannst du das sehen? Morgens Bacon, abends Bacon, morgens wieder Bacon. Niemand, ich hab noch angezündet. Ja. Also sag mal, warum wir? Ey, ich bin kein Amerikaner, fick dich. Ich bin auch kein Ami. Nein, aber jetzt generell die ganzen Amerikaner. Weil überleg mal, wie viel ja, das ist, dass Amerika Nazi, ein Burger, der kostet weniger kostet als ein Apfel. Das ist echt traurig. Ja, das ist, kann man sagen, das ist ein trauriger Zustand, aber was soll ich machen? Ja, wie sind halt so, du kannst dich nicht ändern. Die Amis, das ist nicht eben. Die haben doch jetzt diese riesengroßen Softdrinks da verboten, weil die zu viel Zucker enthalten. Echt jetzt? Da wäre ich auch ja. Ja. Stimmt. Der Amerika ist so die haben die Dinger. Alt. Die haben die Dinger verboten, weil die zu viel Zucker haben. Es müsste geben, das war ein älteres Urteil. Das ist ja aber was Neues. Es gab eine Klage, Monster Energy, dass der in Amerika eingestellt werden soll, weil halt Kinder an diesem Monster Energy Drink gestorben sind. Was ich dazu gesagt ja. habe, war, dass es Kinder waren, die bei Zeitraum von mehreren Monaten pro Tag 10 Minuten. Ja, okay. Ja. Was haben auch Kleinkinder mit Energy zu, Drinks zu tun? Oder das ernsthaft? Ist da fragst du auch doch. Ja, trotzdem, wo sind die Eltern? Hallo? Dann ist es doch nicht. Ja, aber trotzdem, was der Staat kann nichts dafür, wenn die Eltern dafür zu viel zu doof sind. In Deutschland sind die Energy schon ab 16. Nein, die Kassen fragen nicht nach. Jedes kleine Kind kauft sich irgendein Red Bull oder Monster an der Kasse. Bei uns in Bayern ist es schon ab 16. Ja, bei uns auch, aber denkst du, da fragt jemand nach? Bei uns doch. Ja, warte, ich hol mir noch Granaten. Wenn ihr Granaten braucht, die Munition kommen, liegen auch noch welche. Hier hinten an so einem hinter so einem Schrank liegen da so ein paar Schachteln. Hab der Server. Nein, Giro ist nicht im Knast, der ist bei mir. Captain verpisst sich. Boah, ich hab grad mega Ausmachen bekommen. Ja, ich auch. Ja, aber ich kann mich wieder aufhalten. Ich muss nur jemanden töten. Nee, Giro hilft mir. Passt schon. Danke. Okay. Siehst du, wir können es auch zu dritt machen. Oh, stimmt, das ist ja das letzte jetzt hat. Ja, was? Da ist noch ein Schild übrig. Ne, vom Captain so ein Schild war noch übrig. Aber ich glaube, ich werde vom Payday eher mehr Tutorials machen, anstatt ich irgendwie Let's Plays gucken mache. Ich muss schauen. Ja, sauber. Nee, aber wenn wirklich so witzige Momente auf den Kassen habe, dann schalte ich die zusammen.
Frage, mit Stimme oder ohne? Wie? Dann machst du eher Montage und Musik verlegen oder dann eher so? Ja, also ich mache Nein, also ich werde natürlich so mit Stimme reden, also in-game. Nee, ich werde natürlich mit reden. Ja, ich weiß. Ja, nee, eigentlich eher so mitreden, also halt in-game natürlich reden. Also jetzt halt nicht so nachhinein reden, weil darauf habe ich irgendwie keinen Bock, so große Arbeit zu machen. Ja, ich bin, also wie gesagt, ich würde... Fuck, ich muss mir gleich mal eine Teilung gönnen. Schneide ich das raus halt. Da drin ist gerade die Hölle los. Ja, wie gesagt, bei einem Video muss man schon eine Menge Arbeit reinstecken. Also sagen wir es dann noch an Montage, ja. Wenn ihr hier auch noch mit Spezialeffekten arbeitet, ja, dann könnt ihr sagen, das ist so ein Video. Alter, ich bin ja nicht... Ich bin ja nicht so ein Typ, der, keine Ahnung, dieses komische MLG-Face-Kacke macht. Also mit diesem komischen MLG-Scheiße. Dieses, Windows. Nee, noch älter. Musst du gerade Muni nachstocken? Nee, aber ich werde eher so, wenn ich mit Videos anfange, eher so. Wenn ich mit Freunden spiele, dann so witzige Momente reinschneiden in einer Mission. Nein, also so mit den Leuten, die ich halt sehr guten Kontakt habe, so wie so mit dir und Maritär. Kann deinen Namen noch nicht aussprechen. Ich kann immer noch seinen Namen nicht aussprechen. Märtyrer, ja. Märtyrer. Martyrer. Ja. Kannst du immer noch nicht aussprechen. Lass. Glaube ich dir. Ja, nicht mal lange. 3 Sekunden. Ja, warte. Nein, müssen wir gar nicht mehr. Wir gehen jetzt. Papa sagt, wir gehen. Nicht die Mama. Ich muss schauen, wie das Spiel halt läuft mit Fraps. Oder wie nimmst du es auf? Ja, weil ich spiele aber manchmal das Spiel ab. Aha. Ja, nee, da musst du einfach mal kurz das Spiel über Nacht mal wieder installieren. Ja, weil ich das sauer mache. Ja, ich bin jetzt im Kofferraum. Ich hoffe, es läuft für dich auch. Wow, also das, also die Mission hat mir jetzt echt ein wenig XP beigebracht. Wie viel hat's denn gebracht? Bin jetzt halt immer noch. Sekunde. 883. 995.000. Naja. Es ist einigermaßen okay, aber... 31% Treffergenauigkeit, easy game. Und 188 mitgenommen, lol. Na komm. Boah, mir fehlt so wenig. Kommt schon noch ein XP-Boost. Oh, schade. White Nein, and Dark Grey. Ich denn Geld? Ja, geil, 20 ja, so... kannst du dir den Arsch stecken, ey. Ja komm, dann kannst du dir ja Ding kaufen, jetzt halt im Famous. 17 ja. Millionen, Alter. Erstmal hier wirklich die ganzen 17 Millionen, die ich noch hab, in den Slots investiert. Oh, das ist mein, Leute, das müssen wir noch ein bisschen erdulden. Ich mach mich gleich in Jamie.
Aber ich habe keine Ahnung, wie ich mein erstes Video anfange. Du brauchst halt eine flotte Begrüßung. Das war der Becoming Famous, ja. Und? Level 2. Glückwunsch. Und das Ding ist Schalter auf Freigeschaltet. Dann, liebe Leute, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.